So, lala, ich bin das Heim Simafix und wir sind heute mal wieder mit etwas anderem beschäftigt. Neben Events und allem anderen haben wir hier unser schönes Strengthening Quest und inzwischen können wir das zumindest bei einigen Servants machen. Leider noch nicht bei allen. Ah, und aktuell haben wir die Chance hier, dank der 11 Millionen Kampagne, dass wir hier nur ein Viertel der AP brauchen. Und das müssen wir natürlich nutzen hier. So, inzwischen traue ich mir sogar an diese Aufgaben ran, aber ich würde mal sagen, wir fangen hier gleich mal mit, fangen wir mit Sansang an, weil sie war meine erste auf dem maximalen Level und das ist natürlich auch nur fair, wenn wir dann auch mit ihr beginnen. Und da das nur Lancers werden, sage ich dazu dann. Warte mal, zick, wir haben hier andere Party. Genau. Und legen dann los. Natürlich, Sansang muss natürlich mit dabei sein. Und dann machen wir mal diese schönen Strengthening Quest. Ist das erste Mal, dass wir eine machen. Wie gesagt, Sansang, mein erster Gold Servant. Meine wunderbare Dame, die es dann natürlich auch verdient hat, dass wir sie hier nehmen. Wie nehme ich denn sonst? Nehme auch Hansi-Leinchen. Einfach weil Hansi cool ist. Ich weiß immer noch nicht, was ich Hans für Karte geben soll. Da bin ich immer so unentschlossen. Eigentlich lohnt sich eigentlich schon immer. Nee, nicht die. Den habe ich hier sonst dabei. Vlad in der Hinterhand. Und inzwischen, warte mal, bevor wir jetzt was anderes machen, tue ich nämlich mal Sieg rein, weil ich weiß, es tut mir so leid, Leute. Es tut mir richtig, richtig leid. Aber, nein. Nein, ich kann es nicht sagen. Nein. Okay, ich muss es sagen. Sieg ist eigentlich ein ganz guter Charakter. Also nicht storymäßig ist er Katastrophe. Aber spielerisch ist er echt in Ordnung. Und es tut mir echt in der Seele weh. Aber er ist eigentlich richtig gut, wenn man sich das so anschaut. Event Quest, Rankham Quest, Zhuangzang. Ich spreche das einfach so undeutlich aus, dass man gar nicht versteht, was ich sage. Naja, das Ding ist, Sieg ist richtig gut. Und also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, kommt er aktuell irgendwann mal Gilfest. Und ich brauche einfach Farmer. Und ganz ernsthaft, Mann, ich habe... Erst habe ich mir gedacht, dass ich keine Servants habe, als ich nur Story gespielt habe, die kein Single-Target sind, weil Sansang ist auch nur so bedingt gut in meinen Augen dafür da immer. Also ganz einfach ein Grund, dass sie... Ja, ich kann immer so schwach. Aus dem ganz einfachen Grund, dass bei Sansang... Ah, das wird ein madiger Fight. Wieso greife ich den ersten an? Dass Sansang halt, wie gesagt, auf 1 sie ganz gut draufhauen kann, aber ein bisschen wenig Schaden hat. Aber, naja, von Castern kann man nicht mehr erwarten. Ich meine, das macht sie dann schon dafür eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ich meine, lieber erstmal den Hinteren kaputt. Aber ich meine, man kann nichts gegen Sansang sagen. Die haut schon ordentlich rein. Das große Manko ist halt, wie gesagt, dass ich keinen Farm habe und da halt Assassin doch ein gerne gesehener Gegner ist, ist es natürlich ein wenig doof. Und Sieg ist da halt mein Ass im Ärmel, weil hier als Welfare natürlich MP5 war mein erster Welfare-Servant, wenn ich mich so recht erinnere, wo ich mir gedacht habe, ich weiß noch, da war ja am Ende dieser blöde Black Rail, den man bekämpfen musste. Und ich habe da alle meine Befehlstauber aktiviert, er hat mich immer noch fertig gemacht und dann habe ich nochmal einen Quartz einsetzen müssen. Das war das einzige Mal, wo ich einen Quartz eingesetzt habe. So, und er mit Tamamo eigentlich kombiniert ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also jetzt werden wir das natürlich nicht schaffen, weil es einfach nicht klappt. Aber wie gesagt, mit Tamamo kombiniert klappt es eigentlich immer ganz gut. So, weil wichtig ist, er ist nämlich ein MP-Spammer. Und es wird, wie gesagt, natürlich jetzt nicht klappen. Aber wir haben sogar zwei Karten mit ihm, das ist sogar sehr gut. Sansang ist auch ein netter Partner, weil sie hat ja auch hier den zusätzlichen Buff hier. Na, machen wir nicht. Kein Bock. Ich lasse jetzt einfach hier ihn angreifen. Ich gebe ihm aber noch den Buff hier. Oder? Ach. Increased Buster Cards belohnt sich ja eh nicht. Geben wir ihm den. Und ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen mal rumgespielt mit Sieg, so bei den Daily Quests. Und man kann eigentlich ganz nett mit ihm farmen. Also wie gesagt, ich habe das mit Tamamo und Sansang gemacht. Sein MP, muss man auch sagen, sieht ziemlich cool aus. Und ihr seht, 157.000 schon, der MP5 ist nicht schlecht und ihr seht,
Das ist nämlich das Krasse. Wenn man zwei Arzt-Cut mit ihm raushaut, wenn er dann noch ein bisschen Schaden macht, hat er gleich wieder sein MP voll. Mit dem doppelten MP-Gain und das mit Tamomo dann noch kombiniert. MP-Spam. Und MP-Spam ist etwas definitiv, was wir alle sehr, sehr gerne mögen. So. Attack-Up machen wir definitiv. So. Ach, das hebe ich mir noch auf, weil sie kann dann gleich nochmal ihr MP raushauen. So, und jetzt ist einfach mal MP-Zeit angesagt, oder? So, so. Obwohl eigentlich, das Doofe ist, eigentlich lohnt sich keine Charakter hier am Ende einzusetzen. Sonst hat er eigentlich den unnützesten Skill. Dann machen wir es so. So, und so. Sieht schon cool aus. Kann man nichts dagegen sagen. So. Und ihr seht, er hat schon wieder 40% seines MPs. Ist schon nice, Mann. Also, man kann mit Sieg schon was machen. Also, man kann ihn natürlich auch einfach verbrennen, was natürlich eigentlich das Beste ist, was du mit ihm machen kannst, weil es ist und bleibt halt einfach Sieg. Aber egal, ihr seht, das tue ich schon wieder mit ihm machen und wenn wir Glück haben, können wir schon wieder seinen MP einsetzen. Nett ist natürlich, wenn man ihn critten lassen kann, aber das ist natürlich bei Castern immer so schwer, weil die immer ehrlich gesagt keinen Bock haben, die aufzusagen. Und jetzt habe ich ja das Problem, jetzt sind seine Skills weg, jetzt wird er natürlich deutlich weniger Schaden machen. Aber haben wir nochmal seine Welle raus dann beim nächsten Mal. Ach komm, meine Dreckskarte hätte es mir ruhig mit ihm geben können. Um ins Ansagen. Aber ich sehe schon. Ich hätte einen anderen angreifen sollen. Bitte greift einer Sieg an. Nur einer. Sieg mag geschlagen werden. Er steht drauf. Glaubt's mir. Ah, passt schon. Stimmt da. Merlin sein Pima. So. Passt ab. So und so, habe ich nicht. Warte, zur Sicherheit und dann haben wir schon ganz entspannt die erste Welle geschafft. Also ihr seht, eigentlich läuft es ganz gut mit Sieg. Mit Sieg, liebe Leute, ich glaube sogar nicht. Aber so, so und so. Ist ja Sansangs Quest, müssen wir natürlich mit Sansang auch raufhauen. So, und ich finde sein MP sieht echt geil aus, ich verstehe zwar, ich habe mir, muss ich ja sagen, mein allererstes Event war ja, das Sansan Going to the West, wo ich dann leider irgendwann wieder weitergekommen bin, weil man da so Punkte sammeln musste. Ich habe auch gehört, das war eins der schlimmsten Events vom Grinden her. Und ja, da bin ich halt dabei gekommen. Dann war ja das Apocrypha Event. Da habe ich dann teilgenommen und wie gesagt, dann der Endfight war Katastrophe, aber geschafft ist geschafft. Oh, super. 168 Leben, ja. Lohnt sich natürlich. Und, ja, deswegen muss ich auch sagen, habe ich eine positive Erinnerung und dazu, wie gesagt, da habe ich dann meine kleine süße Jackie und den guten Vlad hier bekommen. Also lohnt sich natürlich dann doppelt. Das habe ich natürlich nicht aufgenommen, gell? Alles andere nehme ich auf, aber das natürlich nicht. Und Sansan. So, erster Schritt zu ihren neuen Fähigkeiten hier. Also Kämpfe sind tricky. Schön ein, die Lampen, die bekommen wir immer gut gebrauchen. Und wenn hier so viele Assassin kommen, ich glaube, die droppen nämlich auch die Homunculus-Babys. Und ihr wisst ja, Homunculis. Wir können ja mal schauen, wenn wir Sieg verbrennen, ob wir auch Homunculi-Baby bekommen. So, das machen wir jetzt einfach noch zweimal. Assassins und, wir machen einfach dasselbe Spielchen wieder. Merlin! Wir können aber genauso gut auch hier Gilgamesh nehmen. Weil Gilgamesh funktioniert ja genauso. Jetzt sehen wir natürlich, wie gesagt, also Sansan wissen wir alle, dass sie badass ist, Mann. Sie ist super ein Caster-Killer und auch beim letzten Event hat sie einfach, da gab es so ein, bei dem Summer Dead Heat Race, da gab es ja ein, auch einen Assassin, den man kämpfen muss und den hat Sansan einfach für mich tot gespammt. Und
Ja. Der, wie gesagt, sie ist super. Sie ist halt einfach nur auf ein Ziel. Ich sag jetzt mal, Sansang hat von allen Castern, die ich habe, den simpelsten Kit. Sie kann draufhauen. Sie hat EMP, was ganz nettes, auch wenn das Decrease Critical Rate jetzt wirklich, ehrlich gesagt, sehr unnütz ist, aber mei. Aber pff, wie gesagt, alles einfach frei. Und dann hat sie halt, wie gesagt, noch ihre MP-Battery da, dass sie 80% drauf bekommt, was schon sehr geil ist, Mann. Sieg wiederum ist deutlich schwerer, weil sie kann eigentlich nur MP spammen. Also für harte Kämpfe würde ich natürlich niemals Sieg mitnehmen. So, aber ihr könnt gerne alle auf Sieg draufhauen, denn ihr wisst, Sieg steht drauf. So. Hier haben wir wieder meinen König. Ozzy. Ich habe nichts gesagt. Ich weiß, du bist mein König, Ozzy. Aber Gilgamesh ist auch mein König. Und er ist gegrade, Leute. Und gegrade Gilgamesh muss man anbieten, oder? Was mir jetzt. Alter! Kackding. Das wird Meta und du Drecksviech. Wenn wir es schaffen, schade. Schon meine Sandring schafft es natürlich locker. So. Jetzt machen wir nämlich gleich schön hier Schaden. Schauen wir mal. Ach, die haben. Irgendwie ist die Welle leichter als die letzte, oder bildet ihr das jetzt ein? So, danach hauen wir Siegs in Pierce. Es war aber, wie gesagt, das Problem ist an Sieg. Sieg braucht auch eine gute Party. Also, wie gesagt, Sansang passt gut hin und Tamamo. Ich will ja auch so gerne meine eigene Tamamo haben. Der Tag wird übrigens kommen, gell? Dann nehme ich meine eigene Tamamo ab. 2022 leider, aber es. Details, Leute, Details. Also, selbe Spielchen wieder. Ich habe seine Skills, also nur seinen ersten bis jetzt gelevelt, weil ich leider keine Punkte hier habe fürs Heilen, was natürlich sehr doof ist. So. Aber das Arts-Up, das ist auch sehr nice. Attack-Up können wir auch gerne machen, damit die Attacke dann auch wirklich sitzt. Und ich denke, Sieg wird jetzt hier mit Leichtigkeit die Gegner alle ausrotten. Was wie gesagt cool ist, also Esnet, er ist wirklich, wie gesagt, er hat eine Fähigkeit, er ist im Endeffekt wie Summer Mordred. Summer Mordred kann es ja auch für nichts gebrauchen, außer dass ich draufhauen kann. Nur, Sieg hat vielleicht ein bisschen besseres Kit, weil Sieg kann halt sein Arzt buffen, was sie ja auch kann. Und dafür hat Mordred ein bisschen besser natürlich für schwerere Fights. Kann sie jetzt mal die Fähigkeiten, sie hat ja Guts, dass sie wieder aufstehen kann. Sie hat einmal. Oh, diesmal sogar 196, cool. Ach, scheiße. Das gilt nur für einen Zug? Das habe ich gar nicht gelesen. Daddy natürlich. Ich habe mit Beowulf schlechte Erinnerungen. Ich habe da ganz schlechte Erinnerungen. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich mag Beowulf nämlich nicht. Oh, da erinnere ich mich an Amerika. Gilt der echt nur einen Zug? Ah, Increase Arts Effect. Ach, verdammt, ich habe vergessen, ihren Skill einzusetzen. Tja. Wir könnten. Wir machen. Da lohnt sich jetzt natürlich eigentlich sehr wenig sein Skill, aber das ist mir wurscht. So. Theoretisch hätte man schauen können. Vielleicht hätte man sogar noch auf. Nochmal auf nächste Prozentstufe geschafft. Aber egal. Meluma! Dinger! Ja, Mann, schon bist du cool. So, awesome, Mann. So, das interessiert mich mal. Wie viel MP da und 7, okay. Naja, aber das ist ja mehr oder weniger Sansangs Part ist und wir wissen, Sansang ist natürlich mein. Servant steht immer noch als mein Lieblings-Servant da. Natürlich, ich verehre natürlich meine gute Nero, aber ganz ernsthaft, definitiv hätte sie. Nice, Mann. Wie viele Crits, dass du mir hier organisiert hast. Nett, Mann. Steht sie natürlich immer noch auf 1 und Sansang wird auch immer mein Herzchen sein, einfach, weil ihr seht. Sie haut ordentlich rein. Du kannst sie wirklich in sehr vielen Situationen einsetzen, weil wie gesagt, Caster ist ja größtenteils eine Support-Klasse. Und klar, Merlin und alles in Ehren, aber ganz ernsthaft, manchmal brauchst du halt auch einfach Kraft.
Und dafür ist halt Sansang einfach optimal. Mit der kannst du halt einfach draufhauen. In ihr Fallfälle mit Butterpom. Du kannst auch ihr MP spammen, weil sie hat halt so eine gute Generation. Das Einzige, was ihr wirklich fehlt, du müsstest mit Sansangs Teaching, was ja wirklich ein geiler Skill ist, einen Attack Buff haben. Und das würde sie super machen. Oder mit ihrem ersten Skill. Weil sie hat ja nur ein MP Strengthening. Aber wenn sie zum Beispiel jetzt dann noch einen Skill hätte, dass sie einen Buster Buff hat. Boah, Leute, Mann, dann wäre sie so super. Oder generell einfach Stärke. Einfach nur Stärke. Dann wäre sie so gut, Mann. Das wird sie wirklich super machen. Am besten dann für die ganze Party. Weil ihr mittlerer Skill ist unnütz. Den werde ich auch nie leveln. Aber, wohlgemerkt, Sansang hat auch meinen höchsten Skill bis jetzt. Ich habe mit ihr und ich glaube noch mit einem anderen Servant einen Skill auf Level 8. Und das habe ich sonst mit keinem Servant. So. Puh, wie nehmen wir denn jetzt? Ah, ich hätte gerne eigentlich eine gute Tamamo. Ich habe eigentlich eine Tamamo in der Liste mit den Skills auf 10, 10, 10, die ich natürlich jetzt nicht bekomme, weil das Spiel mag mich nicht. Vereint euch, Tamamos, für mich. Wenn nicht, könnte ich auch auf Fremde nehmen. Ich meine, wie gesagt, die Quest ist jetzt nicht so schwer. Ich wollte eigentlich nur, wie gesagt, zeigen, dass man eigentlich mit Sieg gut kämpfen kann. Aber ganz ehrlich, das ist nicht ein Sieg-Part, das ist ein Part für unseren guten... Ach, komm. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir Merlin, oder? Merlin geht immer. Merlin geht immer, liebe Leute. So, und jetzt ist mir das wurscht. Jetzt wechseln wir einfach mal. Weil man muss ja auch ein bisschen hier Abwechslung immer reinbringen. So, Lineup. Wir nehmen jetzt den werten Herrn hier rein. Dem gebe ich Grease Arts Effect, Buster Cards Effectness. Genau, passt. Und den tun wir da rein für den Fall der Fälle und so. Ja, nehme ich einen anderen Servant, den ich hier mir gezüchtet habe. In meinem kleinen Reagenzgläschen. Und zwar Shakespeare. Auch cool. Man informiert sich ja immer, das ist ja Fake Grand Order, das ist ja 90% einfach Informationssuche. Und gehoffe, dass man irgendwas Gutes findet. Und Shakespeare ist da ein ganz netter Support eigentlich. Nicht so gut natürlich wie andere Servants und in meinen Augen nicht so gut wie Hans, aber eine nette Abwechslung. Auch ein sehr gutes MP, was auch ein Buster MP ist. Wäre vielleicht netter, hätte ein MP, mit dem man halt draufhauen kann. Ah, verdammt, ich hätte Triple Sons ein Kombo machen sollen. Aber dreimal Rot hat so schön geleuchtet. Haha, die macht so Schaden an. So. Natürlich, wenn Sansang hier stirbt, haben wir ein ganz großes Problem. So, 1000 Schaden wirst du machen, oder? Und ich mag halt einfach Shakespeare. Ich feiere den Typen so sehr. Hat auch, genau wie Hans, einen richtig grausigen Schaden im Endeffekt, den er austeilt. Ist ja richtig schlecht übrigens. Puh. Was machen wir? Hat er einen MP-Drain? Hallo? MP-Drain? Nein? Okay. Ja, ich könnte theoretisch Sansangs MP auffüllen. Ach, ich stun ihn jetzt. Gott, das könnt's mir doch gar nicht ankotzen. Ah, ich hab Merlin machen sollen. Oh nein! Verdammt. Das läuft gerade irgendwie sehr schlecht. Das läuft gerade sehr, sehr schlecht. Und Merlin wird den jetzt auch nicht down bekommen? Naja. Die sind jetzt nicht so stark, aber trotzdem hart schlecht, was ich da mache. Bitte nicht auf Shakespeare. Danke, greift alle Merlin an, das ist immer gut. Das ist wirklich gut. So, gut, alle haben ihr MP voll. Dann generieren wir uns noch ein paar Crit Stars. Und zack. So, jetzt schauen wir mal, was hier in der letzten Welle kommt. Ah, Shakespeare ist nett, weil der hat halt einen guten Buster-Buff. Und den habe ich auch schon auf Stufe 7 upgraded. Also der sollte ganz gut rein. Kleopatra! Cool. Man lernt immer wieder neue Servants kennen. So, gucken wir ab. Dreamlike Charisma. Badass Kill. Buster-Up. Zack, und jetzt zeigen wir euch mal, wieso wir Sansang sind. So,
Ah, nein, NPCs kommen im nächsten Zug. Lohnt sich ja nicht. Das sind alle keine NPCs, die sich richtig lohnen. Besonders Sansangs MP. Das ist echt schade, dass ihr MP-Buff sich, also ihr Overcharge halt komplett nicht lohnt. Das ist das Problem. Wo ist die Schlange? Ist auf einmal wieder reingeploppt. Weil, wie gesagt, dass man da Crit Down hat, ich weiß nicht. Okay, gegen Assassins ist es ja eigentlich ganz nett, aber. Ja. Crit mich trotzdem. 129? Nicht schlecht. Sie hat schon wieder 25. Ihr wisst, was das bedeutet. Gleich, dass sie nochmal ihr MP raus hat. Imperial Prulik! Alter, was hat sie für einen geilen Move da gerade gehabt? So, was macht denn eigentlich dein Skill? Lotions ist dann. Oh, vielleicht klappt's ja. Oh! Von wegen. Wir machen Sansang MP Spam! Ja, Leute, Mann, so stellen wir das vor. Ich liebe meine Sansang. Ich könnte den ganzen Tag umarmen, Mann. Die ist so awesome, Mann. Also, ganz ernsthaft, Mann, wir haben ja natürlich hier eine Karte mit dem, die erhöhtes MP-Ding hat, aber das ist schon krass, Mann. Ich mag meine Sansang. Sansang, du bist mein Nummer 1 Servant. Nicht mein, von der Spielbarkeit ist es wahrscheinlich Jack oder Enkidu. Hans, Caesar, Vlad natürlich tauchen natürlich auch weit oben auf. Aber du kommst definitiv weit oben. Das waren die zwei MPs, Mann. Für die erste Runde brauchen wir da irgendwie 6 Züge und für den Boss bedarf man 2. So, und wir haben kurz mal Shakespeare gesehen. So. Und ich habe eine Rank-Up-Quest gemacht. So, da la, Leute. Und das heißt, wir bekommen eine Belohnung. Und zwar in Form, dass unsere kleine süße Sansang. Ah, sie hat so süß begonnen als kleine Mönchen, wie sie durch das Land gezogen ist. Ich weiß so, es wäre heute gewesen. Also, es wäre erst vor 3 Monaten gewesen. Erhalten wir ein Quad. 2 Quads. Ah, Halleluja. Und No Fantasy Rank-Up. Diese Defensive Ground Damage to a Single Enemy. Ja, MP ist jetzt ein bisschen stärker geworden, nicht das Großartigste. Aber ganz ernsthaft, wenn meine Sansang happy ist, bin ich natürlich auch happy. Und happy machen wir natürlich weiter, weil wir haben ja noch ein bisschen was. Können wir zumindest weitermachen. So, wir machen jetzt hier mit einem ganz netten Farmer weiter. So, verzeiht die kurze Unterbrechung, sind wir schon wieder da. Wir sollen uns jetzt, wie gesagt, Arash an. Und wir wissen ja, der hat Lust, sich ein wenig zu massakrieren, und das ist doch immer schön. So, wir nehmen hier natürlich meinen besten Brau Gilgamesh. Und mit dem spiele ich auch aktuell rum. Ich, wie gesagt, ich versuche es gerade so bisher meine Farm-Partys zu machen. Ich sehe, ich habe jetzt zum Beispiel auch mal Tamomoket, was aktuell nicht allzu gut läuft. Wohlgemerkt. So, Line-Up, zack, zack. E-Mail kann da hinten durchkrammeln. Ich habe immer Vlad dabei. Ich habe eigentlich echt immer Vlad dabei, weil der ist immer. Kann man immer in der Hinterhand behalten. So, und ansonsten. Mendo da! Das geht ja auch ganz cool. So, und ansonsten tun wir einfach E-Mail rein. Da. So. Und kann ich dir noch eine schöne Karte geben? Natürlich. 110 Wurst. Dann Tamoket, verlierst du deine Karte. So. Und dann schauen wir mal. So, und damit haben wir die Event-Quest, Rank-Up-Quest, Arash! Ja, Arash gilt ja hier als der ultimative Grinding-Servant in Fake Grand Order. Zu Recht, wohlgemerkt. Definitiv zu Recht. Wir wissen, er ist wegen einem Skill bekannt, und ich schaue, dass ich den jetzt hinbekomme, wenn nicht gleich am Anfang 20 Lancers sind, was natürlich sein wird. So, zack. Mendo, ich werde so ausmachen. Ich mag Caesar. So. Au. Danke. So. Ach, Gilgamesh. Classic Disadvantages. Hast du davon eigentlich schon mal gehört, Gilgamesh? Ah ja, okay, das war jetzt eigentlich ziemlich schade. Ah! Jetzt greifst du nicht an, na Mann! Easy, schon komm, ich werde sein Skill nicht zeigen können. So, aufgeräumt. So, und das ist eigentlich ganz nett. Ja, ich hätte gerne noch eine Karte, mit der er ein bisschen mehr Anfangspunkte hätte. Das wäre sehr, sehr cool. Aber Mai kann ja noch
vielleicht kommen. Wartet mal. Mendoza. Ich liebe diesen Mann. Ich setze ihn leider letzter Zeit leider ein bisschen zu wenig ein. Aber er ist ein gutes Paar für meinen Jackie und meinen... Und für meinen Enkidu. So. Also, und gleich sehen wir sein schönes Skill. Ich glaube, wir haben es ja eh noch nie im Let's Play hier offiziell gezeigt. Jetzt schauen wir uns den netten, freundlichen Skill an. Wo Arash, wieso Arash eigentlich sehr bekannt ist. Seine Critstar. Nein. Critstar, komm. C-Drop. So, und ha, haben wir es rauskommen. Wird schon schief gehen, oder? Machen wir jetzt den auch, weil wir haben hier schon gewonnen. Ein sauschnelles MP, indem er sich sauschnell selbst umbringt. Aber dafür ist es trotz seines geringen Levels echt stark. Und beim Overcharge wird es ja noch stärker. Also wirklich ein sehr cooles, sehr mächtiges MP, mit dem man sehr gut farmen kann. Also natürlich nichts gegen Gilgamesh, was wir gleich sehen werden. Kannst du mir jetzt nicht... Kann mir denn jemand bitte 2 Punkte geben? Bitte 2 Punkte? So. Komm schon, ist schon vorbei. Komm, wir haben eh schon gewonnen. Bin ich gespannt. Ich glaube, Gilgamesh kann die Erle mit einem Wutsch-Schwung alle eliminieren. Aber egal. So, also. Zack. 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 Und jetzt schauen wir uns natürlich unseren aller Lieblingskönig an. Zack, aber keiner haut so cool rein wie ihr. Und das Caesar, 109.000. Nicht schlecht, kleiner Caesar. So, jetzt kommt das für blöde Hinweise wieder. Okay, dann Mendoza dann wieder Sende. So. Okay, hab mich fast überrascht, dass hier die Leute überleben haben. Weil Gegner schaut einfach so stark rein, Mann. So, awesome, awesome, awesome. Ich finde Gilgamesh super, aber ich finde auch meinen guten Caesar super. Caesar ist so ein cooles Servant, meine ich liebe das. Mendoza, das ist, glaube ich, mein... Das und Ossis Lache, das sind meine Lieblings-Voice-Samples. So, eine Quest würde ich sagen, hauen wir hier noch schnell rein für den Part. Puh, kommt ja ganze Armada. Ist niemand denn da? Ach, können Sie uns oft, was gerade eben schon gut funktioniert hat? Wieso soll das nicht gleich wieder gut funktionieren, oder meine guten Freunde? So, das passt, das passt. Jetzt tun wir nur hier den werten Herrn raus. Und tun dafür Jackie rein. Muss man so blöd aussprechen, ich weiß. So, wo habe ich hier meine Lieblingskarte für Sie? Finde ich die jetzt nicht, oder? Hallo? Lieblings-C? Da. Ah, für Caesar habe ich die ausgerüstet. Pff, was gibt's denn an Caesar? Dann kommen wir hier. Genau. Passt. So. Das kostet ja alle so viele Punkte, Mann. Tamomo, du gehst raus dafür. So. Wir brauchen nämlich jemanden, der die Geschichte erzählt, wenn wir es nicht überleben. So. Passt schon. Wird schon schief gehen. Wie gesagt, Arash, ein cooler Servant. Ist wie gesagt einfach ein reines Selbstmörder, aber gilt ja bis heute, also weil ich habe mal so eine JP-Liste gesehen von Servants, ist ja bis heute einer der besten Servants überhaupt, also selbst in Japan, und es ist uns ja doch ein wenig weiter weg, gilt er daneben mit Arjuna, Alter, ist der God-like-Servant ohne alle, weil wie gesagt, sein MP ist ultra stark und wenn man das mit Kaleidoscope oder irgendwas Starken draufhaut, also ist es nicht so gut wie mit dem Jackie.
Wie wir hier gerade schön gesehen haben. Aber wie gesagt, er rockt halt einfach. Kann auch nichts sein. So und da. So. Niemand ist so gut wie meine Jackie. Da! Caesar! Achso, Zirkungswein. Selber, ich dachte mir gar schon, so wenig Schaden. Aber geht schon noch. Rotzi weg, Gilgamesh! Ich hoffe übrigens, es gibt irgendwann mal Gilgamesh Bikerjacke. Ich finde die aus Fate Stay Night so cool. Ich wünsche mir unbedingt Gilgamesh Jacke. Die sieht so cool aus. Ich meine, seine goldene Rüstung rein. Ich würde ihm niemals diese Klamotten geben. Ich würde ihm meine goldene Rüstung geben. Oh, ich werde dir seine eigene Gilgamesh haben, weil Gilgamesh mich hasst. So, Jackie. Ah, oh, es gibt niemanden, der Godlike heißt, also Jackie. So. Zweite Defense down, aber meines Wissens, wenn ich das so richtig gelesen habe, fällt der E weg, wenn wir die Strengthening Quest gemacht haben. Ja, also übrigens mal Strengthening Quest, was das sind, weil wir es noch nie gesagt haben. Wenn die Entwickler sich gedacht haben, Servants haben irgendwie sind unterlevelt, Fähigkeiten passen nicht, dass man sie stärker macht. Caesar hat unter anderem, habe ich auch gelesen, in Japan schon einen neuen wiederbekommen, der ihn dann godlike macht mit einem MP5, wo ich mich natürlich sehr darauf freue. Aber da ich noch 2 Jahre drauf warten muss und viele andere sind. Enki, du kriegst zum Beispiel noch irgendwann mal einen, wo ich mich auch sehr drauf freue, weil Enki natürlich super geht. Super ist. So. Mendo, da kann ich nur schon wieder sagen. Mendo, da liebe Leute. Was soll man einfach anders sagen? Knapp. So, und jetzt bitte keine Lancers und dann haben wir eh schon wieder gewonnen. Riders. Da kann ich auch noch wieder Mendo oder sagen. Gil, ich vertraue dir. Zerstör einfach alles. Lohnt sich das eigentlich? Ah, na, lohnt sich nicht. Nö. Machen wir den. Den. Und den. So. Jackie ist übrigens super mit allen Archern. Und allen Lancern eigentlich. Weil die haben alle höhere Star-Shops, ne? Die und Disguise, die kann so schön die Stars holen. Die holen es dann. Dann fällt zwar ihr Schaden ein wenig nach unten, aber egal. Und ihr seht. Wer Gilgamesh, der braucht eigentlich keine Hilfe von. Alice! Er ist so cool. Er ist so cool. Oh, enttäuschend. Enttäuschend. Aber wie gesagt, Gilgamesh ist ja auch. Im Endeffekt, okay, Entschuldigung, mein König, es tut mir leid, schreibe ich mich an. Er ist ja auch im Endeffekt am besten gegen Seven. So, 6 P, Level Up, ein Drachenzahn, dann hat sich selber mal gelohnt. Okay, liebe Leute, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Wir machen dann ganz munter und fröhlich noch ein paar Strengthening Quests hier. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter hier mit Atlas Quest, bevor wir dann noch Martha, Caesar und natürlich Angie Bro uns anschauen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.